2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, oder waren es 15? Das muss doch draufstehen. Ach, wieder so klein gedruckt, dass man es nicht lesen kann. Die Brille. Was soll denn das? Ah, meine Tropfen. Alles muss man sich alleine machen. Keiner kümmert sich um mich. Zwei Töchter. Keine Schau nach dem kranken Vater. Eine Wirtschafterin. Ach, was ein billiges Dienstmädchen. Ich schmeiß sie einfach raus. Und die eigene Frau, ja, die legt sich einfach hin und stirbt. Ich kann ihr sehnlich zurechtkommen. Stündlich 10 Tropfen. Na, also doch, stimmt ja. Nochmal. 1, 2, 3, leer. Aus leer. Ich bekomme meine Tropfen nicht, weil diese Person wieder nicht rechtzeitig in die Apotheke gelaufen ist. Aber ich schmeiß sie raus. Ich schmeiß sie einfach raus. 10 Tropfen, an denen das Leben hängt. Wo ist sie denn? Kaputt. Immer noch kaputt. Nicht einmal den Elektriker hat sie bestellt. Keiner kommt. Niemand kommt. Sie lassen mich hier einfach verrecken wie einen blinden Hund. Naja, 3 Tropfen sind besser als gar keine. Belegt? Wo? Immer noch belegt? Nein, eigentlich schön rot wie. Aber Risse, lauter Risse, schrecklich diese Risse. Ich großer Gott, ich werde doch nichts an der Zunge haben. Überbein, Verblödung, Wassersucht. Ja, das ist auch etwas Schreckliches. Zärtlichkeitsbedürfnis. Quatsch, das ist doch keine Krankheit. Zucker. Zucker. Tante Ida hatte Zucker. Aber sie hätte sich damals nicht so aufregen sollen, als Onkel Emil mit der Stenotypistin durchging. Er hätte sie auch keinen Zucker bekommen. Man soll sich eben nicht aufregen. Aber ich muss mich aufregen, weil sie mich hier einfach alleine lassen, weil sie mich hier krepieren lassen. Und wie lange noch, dann habe ich auch Zucker. Die Tante Ida. Aber na, reg mich nicht auf. Ich sag's ja, ich schmeiß sie einfach raus. Ich schmeiß sie raus. Zunge, Zunge, 170. Na, bei Menschen und bei Tieren das Flache, vorn Spitze, hinten Breite. Flach, vorn Spitze, hinten Breite. Stimmt, stimmt. Naja, was in dem Buch steht, stimmt alles. Von Schleimhaut überzogene Muskelorgan, das beweglich auf dem Boden der Mundhöhle liegt. Immer noch beweglich. Der Zungenrücken hat beim Menschen eine reine blassrote Farbe. Blassrot, richtig. Aber ich bin doch krank, ich bin doch so krank. Hier haben wir es. Zungenentzündung. Mein Gott, ich werde doch keine Zungenentzündung haben. Am Zungenrücken und auch sonst im Mund treten hochrote, scharf umschriebene, umschrieben, was heißt denn das? Das verstehe ich nicht, umschrieben. Unregelmäßig geformte Flecken und Streifen. Oh mein Gott. Keine Flecken, keine Streifen. Ich hab's ja auch nicht an der Zunge. Ich hab's an den Nieren. Ich hab's an den Nieren. Um Gottes Willen, meine Temperatur. Ganz vergessen, wenn ich morgens um 11 Uhr Temperatur habe, bin ich verloren. 37,2. Immerhin, Komma 2. Und wer weiß, ob das Ding richtig anzeigt. Ich weiß, ich hab's an den Nieren. Ich hab es an den Nieren. Nieren. Jede Nierenerkrankung verändert den ganzen Körperhaushalt. Das ist es. Der ganze Körperhaushalt ruiniert. Sie zeigt sich in Kopfschmerzen, habe ich. In Mattigkeit, ja weiß Gott, wie matt ich bin. Blässe. Nein, blass bin ich nicht, ganz im Gegenteil. Rot, hochrot bin ich. Blutandrang in den Kopf. Mein Gott, mein Puls, wo ist der? Da, mein Puls. Oh, er rast. Er rast, mein Herz, das schlägt bis in die Ohren, bis in den Kopf. Mein Gott, vom Schlaganfall.
Unmittelbar vom Schlaganfall. Ich brauche... Kalte Wicke brauche ich. Kalte Wicke auf den Kopf. Kalte Wicke auf das Herz. Blutegel hinter die Ohren. Hört mich denn keiner? Ich sterbe hier. Klinglingling. Keiner hört mich. Sie lassen mich sterben. Klinglingling. Milla Rosmita. Klinglingling. Oh. Ich bin ja schon da. Oh. Wie geht's denn unserem armen Kranken heute? Schlecht. Sehr hat schlecht. Unser armer Kranker wieder böse, böse Schmerzen. Oh. Muss der Ernste wieder leiden? Oh. Wo tut's denn wieder weh? Oh, überall. Überall. Dass immer die Besten so heimgesucht werden. So ein guter Mensch wie Sie, das haben Sie wirklich nicht verdient. Wahrhaftig, unser Herrgott macht es uns manchmal schwer, ihn zu verstehen. Wie war denn die Temperatur heute Morgen? 37,2. Wieder 37,2. Da können Sie heute Abend gut und gerne 41 haben. Und wenn es erst 42 wird, dann kann man schon gleich die Pietät anrufen. Oh. Haben Sie Ihre Pillen genommen? Nein. Ja, wie wollen Sie denn dann wieder gesund werden? Es gibt sie mir ja keiner. Na, wo sind Sie denn? Da, die Ärztetabletten. Welche? Diese. Drei Stück nehmen wir jetzt. Und ein Schlückchen Wasser drauf. So. So. Sie sind... Frau Hintersatz, Sie sind die Einzige, die sich um mich kümmert. Das dürfen Sie nicht sagen, Herr Klavitta. Wo Sie doch Fräulein Roswitha haben, die sich um Sie sorgt. Ach, die eigene Tochter. Eine wie die andere. Und Ihre Minna, die ist doch so tüchtig. Aufsässig, frech ist sie. Schmeiß sie raus. Herr Klavitta, Sie sollen sich nicht aufregen. Das ist Gift für Ihr Herz. Ich weiß. Immer diese Weiber. Da hat man nichts dran. Ärgern muss man sich den ganzen Tag. Ja, ich tue ja gerne alles für Sie, Herr Klavitta. Das ist Christenpflicht. Wenn ich Sie nicht hätte, wäre ich schon längst weg. Ja, man tut, was man kann. Wo haben Sie denn mein Kissen? Das muss runtergefallen sein. Nein, Herr Klavitta, wie man mit Ihnen umgeht, wo ich Ihnen das Kissen doch extra besorgt habe. Das müssen Sie doch in Ihrem armen Rücken haben. Das gibt Ihnen doch den richtigen Halt. Ja, und nicht einmal eine Fußbank. Das brauchen die armen Füßchen doch, die so viel gelaufen sind und nun gar nicht mehr laufen wollen, die armen bösen Füßchen. Wenn ich sie nicht hätte, ich wäre schon längst verreckt. Aber Herr Klavitta. Nein, nein, ich weiß jetzt, woran ich bin. Mit diesen Töchtern, die bekommen ihr Pflichtteil und mehr nicht. Nichts. Die Minna bekommt überhaupt nichts, die schmeiß ich raus. Den ganzen Brassel bekommen Sie. Herr Klavitta, wie oft habe ich es Ihnen schon gesagt? Und jetzt ein für alle Mal. Davon will ich nichts hören. Es ist ja wahr, wo Sie zwei Frauensleute im Haus haben. Solchen zählt ja noch nicht. Da könnten die beiden wirklich... Liebe Zeit, Fräulein Roswitha ist ja noch so jung und Jugend hat keine Tugend. Aber wenn man erst einiges hinter sich gebracht hat, wenn man den eigenen Mann bis ins letzte Stündchen gepflegt hat, dann hat man eben einen ganz anderen Blick für die Menschheit. Und offen gesagt, Herr Klavitta, warum sollte ich lügen? Die Wahrheit ist immer das Beste, dass Ihre Füße nicht mehr wollen. Das gefällt mir gar nicht. So eine Lähmung, die greift um sich. Haben Sie Herrn Pieper gekannt? Sie haben Herrn Pieper nicht gekannt? Das war doch der Staubsaugervertreter, der hatte eine Riesenkolonne unter sich. Oh. Und war natürlich den ganzen Tag auf den Beinen. Und mit einem Mal, Herr Klavitta, genau wie bei Ihnen, da konnte er nicht mehr gehen. Oh. Genau wie Sie. Ein Mann in den besten Jahren. Oh. Genau wie Sie. Und dann bekam er die Arme nicht mehr hoch. Den mussten Sie füttern wie ein kleines Baby. Schnitzel mit Gurkensalat, das war sein Liebstes. Da mussten sie alles ganz klein schnipseln, da war es überhaupt kein richtiges Schnitzel mehr. Und mit einem Mal, da war es aus. Ja, so eine Lehne, wenn die erst mal da ist. Ja, so eine Lähmung, wenn die erstmal da ist, die schleicht weiter. Und dann ist der Tod da wie der Dieb bei der Hand. Wie ist
das, Herr Klavier, da sind Sie schon dazu gekommen. Wozu denn? Na, Sie wollten doch mal aufschreiben, was Sie eigentlich und wie viel Papiere Sie haben. Darum muss man sich doch kümmern. So was fällt und klettert, da muss man manchmal rasch abstoßen. Ich komme ja zu gar nichts mehr. Das kann ja auch niemand von Ihnen verlangen. So ein schwerkranker Mann wie Sie, der kann ja seine Gedanken nicht beisammen haben. Schwerkrank? Ja, Sie sagen mir wenigstens die Wahrheit. Ja, ja. Und Sie wollten mir doch mal Ihr Bargeld geben. Nur zum Aufheben, nicht wahr? Die Minna ist ja wirklich sehr tüchtig. Aber wie oft ist sie hier alleine? Isolchen ist in der Schule, Fräulein Roswitha in der Musikstunde oder sonst wo. Oh. Ich will ja nichts gesagt haben, aber die Versuchung ist doch groß. Ein Hund zeigt seine Natur, wenn er einen Hasen sieht. Und der Mensch eben, wenn er Geld sieht. Heute Morgen wollte ich ja noch alles zusammenstellen, aber dann habe ich mich wieder so aufregen müssen, weil Sie mich wieder alle alleine gelassen haben. Das schaffen Sie doch gar nicht mehr allein, Herr Klavitta. Deswegen habe ich Ihnen doch auch den Herrn Stimmel bestellt. Wen? Den Herrn Stimmel. Ein Mediziner? Kein Mediziner kommt mehr über die Schwelle. Also, Herr Klavitta, Sie vergessen aber auch wirklich alles. Was denn? Der Herr Stimmel, das ist doch kein Mediziner, das ist der Rechts- und Steuerberater. Der setzt Ihnen ein Testament auf alles, wie es sein muss. Da kann keiner gegen an. Das ist ein Mann, der Herr Stimmel. Der weiß, wie man es machen muss. Dem ist keiner über. Na ja, da kann er ja mal vorbeikommen. Aber Herr Klavitta, ein Mann wie der Herr Stimmel, der kommt nicht mal so vorbei. Ach, was? Bei dem ist der ganze Tag besetzt. Ach. Den muss man bestellen. Ach, ja. Und deswegen habe ich ihn heute auf 11.30 Uhr bestellt. Na, was sage ich? 5 Minuten nach 11:30 Uhr. Auf den Mann ist Verlass. Herr Klavitta, das ist zu viel. Das kann ich mir nicht bieten lassen. Wenn da nicht etwas passiert, kann ich Ihre Schwelle nie wieder betreten. Das erlaubt mein Ehrgefühl nicht. Hilflos mittendrin und kein Mann im Haus. Mir gehört eine starke Hand hier. Wie schlecht die Menschen sind. Mein Hintersatz, ja. Ich habe mit mir gerungen. Ich wollte es Ihnen verschweigen, aber jetzt sehe ich, ich darf es nicht. Ich muss es Ihnen sagen. Sebastian, großer Gott, was denn noch? Herr Klavitta, Sie werden hintergangen. Nein, von wem? Von Ihrer eigenen Tochter. Von Roswitha. Von Roswitha. Liebe Mama, was ist denn um Gottes Willen mit Roswitha? Ihre Roswitha geht mit einem Herrn. Mit einem Herrn? Ich hab's nicht selbst gesehen, aber Fräulein Brederek, die hat's von Frau Rinkel gehört, am Mittwochnachmittag, wie das Kino ausgewesen ist, unter tropischer Sonne. Der ist jugendfrei, aber sowas sehe ich mir doch nicht an. Also wie die Menschen da rausströmen, ich weiß wirklich nicht, was die an so einem Film haben. Da ist ihre Roswitha mit einem Herrn aus dem Kino gekommen. Ja, mit was für einem Herrn denn? Ja, wer es war, das hat sie nicht sehen können. Aber das ist ein feiner Herr, aber das hat sie gesehen. Ein feiner Herr? Etwas Besseres als ihr Vater ist. Ein Herr, der so fein ist, dass er nachmittags ins Kino gehen kann. Als ich so alt war, da bin ich nachmittags auf dem Bau gestanden und abends bin ich bis spät in die Nacht über die Pläne gesessen und habe nicht gefeiert. Wenn ich Ihnen doch sage, die Zeitungsfrau war auch ganz empört. Die Zeitungsfrau, was geht denn das die Zeitungsfrau an? Ich dachte, die Brederek oder die Rinkel, das schiefe Gestell. Die Rinkel hat es der Brederek erzählt, aber gesehen hat es die Zeitungsfrau. Und die hat es der Rinkel erzählt. Weibergeschwätz, verdammtes Weibergeschwätz, glaube ich nicht. Das ist ja, ich sollte immer auch dabei. Isolchen auch? Die können Sie ja fragen. Alles hinter meinem Rücken. Weil ich nirgends mehr hinkomme. Wenn das wahr ist. Ich werde Sie einfach fragen. Und wenn das wahr ist, dann. Wo ist die Solde? Ja. Wo ist die Solde? Ja, wo soll die Solde schon sein? Ja, wo sie ist, wollte ich wissen. Ja, eben ist sie wieder nach Hause gekommen. Sie sagt, sie hätte solche Kopfschmerzen, da hat die Lehrerin sie wieder nach Hause geschickt. Sie soll sofort herkommen, sofort. Ja, richtig. Wenn das wahr ist, der Hintersatz, und ich nehme an, es ist wahr, dann greife ich durch. Dann gehen Sie hinter mir schauen. Aber gern, Herr Klavitta, was haben Sie denn da? Es liegt ganz versteckt. Ein Versteck? Im zweiten Fach oben. Aber da stehen lauter alte Briefordner. Ja, dahinter. Dahinter Versteck. Haben Sie ihn? Ein Rohrstock. Genau das, was ich brauche. Geben Sie her. Sie werden doch nicht. Geben Sie her. Und wenn es... Ja. Also ich werde hier nicht mehr gebraucht. Frau Hintersatz, halt. Wenn es wahr ist und es ist wahr, dann werden Sie hier wohl noch gebraucht. Und ich sage Ihnen, na, hören Sie es, Kopfschmerzen. Die Ärmste hat Kopfschmerzen. Na, warte du. Wie geht's Ihnen? Ja,
geht's denn unserem armen Kranken heute? Herr Verhindertsatz, Sie werden es nicht glauben. Doch, doch, ich weiß es. Ja, immer die bösen, bösen Schmerzen. Frau Hintersatz. Immer muss der Ärmste leiden. Frau Hintersatz. Und überall tun. Frau Hintersatz, mir geht's besser. Besser? Ja, heute Morgen nach dem Aufstehen das gleiche Elend wie immer. Und dann auf einmal nach dem Frühstück. Auf einmal, da war mir so... So ganz anders war mir so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, richtig wohl war mir. Herr Klavitter, Sie wissen, ich meine es gut mit Ihnen. Ich mache Ihnen nichts vor, ich sage Ihnen, wie es ist. Ja. Herr Klavitter, das ist ein böses Zeichen. Wenn mir wohl ist? Herr Klavitter, da ruft der Tod! Und wir waren doch so wohl dabei. Das ist es ja gerade. Mir hat es der Doktor genau erklärt, das ist subjektiv, verstehen Sie? Deshalb sind Sie objektiv eben doch schwer krank. Das ist genau wie so eine gemeine Fata Morgana mitten in der trostlosen Wüste. Da sehen Sie auf einmal Palmen und Affen und voller Coca-Cola Eis gekühlt. Aber da liegen Sie da im heißen Sand und verrecken vor Dusch, weil alles nur Brennwerk ist. Das mit Hintersatz war es genauso. Schatzi, sagt er zu mir. Er sagte immer Schatzi zu mir. Ich bin über den Berg, mag mir einen Rumstick. Aber Hintersatz, sag ich, du bist sterbenskrank, da kannst du doch keinen Rumstick essen. Ich bin über den Berg, sagt er, mach mir einen Rumstick. Und da schnappt er auch schon nach Luft und ist hin. Oh. Rumstick, das war sein letztes Wort. Oh. Ich dachte schon, hier geht's aufwärts. Sie haben ja auch wieder mein Kissen nicht im Rücken. Lassen Sie nur, lassen Sie nur. Woher denn? Das brauchen Sie doch. Das gibt mir einen richtigen Halt. Da. Wie geht es denn meinem Liebling heute Morgen? Guten Morgen, mein Leochen. Guten Morgen. Schatzi, sollst du doch sagen, ich warte doch so drauf. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Aber natürlich, natürlich, man gewöhnt sich an alles. Die Sache ist dir jetzt klar. Welche Sache? Ja, mit der Heirat. Natürlich, Leochen, sofort fahre ich hin und bestelle unser Aufgebot, dass du da nicht mitkommen kannst, du Armer. Ja, 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 ist ja gut. Ich spreche doch von Roswitha. Wieso Roswitha? Roswitha heiratet. Wen denn? Ich denke dann einen Elektriker. Ein Elektriker, das ist gut, das ist richtig. Nur nicht so hoch hinaus. Und dass eine erwachsene Tochter aus dem Haus kommt, das ist immer empfehlenswert. Und was solchen angeht, für die könnte ich ja vielleicht ein Pensionat suchen, wo es ein bisschen stramm zugeht. Meinen Sie? Meinst du? Aber wie du willst, ganz wie du willst. Ich bringe ja auch Manieren bei. Die Mina ist ja jetzt schon sanft wie ein Lamm. Ja, wenn ich hier erstmal. Hast du die Papiere schon beisammen? Ja, da hinten habe ich sie hinlegen lassen. Ich habe auch alles beisammen, da fehlt nichts. Sofort, Fahrchen. Ja, nimm ein Taxi. Trambahn tut's auch. Das Geld kann ich doch im Sitzen verdienen. Und 1, 2, 3 bin ich wieder da. Ach, mein Leochen, bald, bald ist's soweit. An Gottes Segen wird's nicht fehlen. Ja, Wiedersehen, meine Gute, Wiedersehen. Schatzi, sollst du doch sagen. Tropfen. Tropfen, Pillen, alles vergessen. Nicht einmal nach der Temperatur hat sie mich gefragt. Bloß die Papiere, bloß die Papiere. Werden wir ja sehen. Ich stelle mich jetzt tot und dann geben Sie Mordsalarm und schreien, mich hätte der Schlag gerührt. Aber dann werden wir ja sehen. Aber Herr Klavitter. Bin ich so richtig tot? Ja, Herr Klavitter. Ist es auch nicht gefährlich, wenn ich mich totstelle? Ja, bestimmt nicht, aber... Da kommt schon jemand. Geben Sie, fangen Sie an. Klavitter, was heißt denn hier? Psst. Herr Klavitter ist tot. Was? Was? Ja, ich will gerade auf die Leiter steigen und mitten im Satz bricht er ab. Der Schlag muss ihn gerührt haben. Tot, vom Schlag gerührt? Hätte er damit nicht warten können, bis wir verheiratet waren? Tot. Nicht mal das Testament hat er unterschrieben, der lahme Esel, der. Ich renne zum Standesamt und wie ich dort ankomme, fehlt bei seinem Papier natürlich das Wichtigste. Ich komme wieder her und da ist er abgekratzt. So, hinterlistiger Hund. Abgehext habe ich mich um dich. Jeden Morgen dasselbe Theater. Ja, wie geht es denn, Herr Klavitter? Und wie war denn die Temperatur heute Morgen? Jetzt schmort er schon in der Hölle. Da werden Sie dem mit der richtigen Temperatur kommen, du Lump. Das ist aber kein schöner Nachruf. Der hat auch keinen anderen verdient. Meinen Sie, den hätte ich nicht durchschaut, den Schwindler? Der spielt hier den Sterbenskranken, um uns alle verrückt zu machen.
aber dir hätte ich beigebracht. Bei mir hättest du zu springen gelernt. Und was habe ich jetzt von all meiner Mühe? Nichts, nichts, überhaupt nichts.